Natürlich, wir präsentieren immer unsere Neuheiten oder wir probieren natürlich unsere Partners, unsere Reisebüros, unsere Incoming-Agenturen, unsere Hotels. Also das ist die Wichtigste, was wir immer präsentieren sollen. Natürlich, wir haben wie alle Jahre einen Stand, ungefähr 100 Quadratmeter. Auf diesen Stand sind wir sehr stolz. Nämlich, ich habe eben gestern mitgekriegt, dass wir haben schon dieses Jahr 9 goldene Medaillen mit diesem Stand gewonnen. Natürlich, dieser Stand hat seine Grundmessage, Wasser, alles was Grundwasser, Heilwasser, unsere Wasser, das wollen wir in den Vordergrund stellen. Trotz allem natürlich, hier geht es um Gruppenreisen, Gruppenangebote. Ich habe auch jetzt unsere Mitaussteller gefragt vor diesem Interview. Es geht gut, jeder ist glücklich. Die Statistiken zeigen für uns auch, dass dieses Jahr können wir hoffen. Wir haben eine leichte positive Entwicklung, auch im allgemeinen Segment, auch im Business-Segment. Also ich bin ganz glücklich mit diesen Zahlen. Trendmäßig natürlich, es entwickelt sich immer alles. Bustouristik, Individualtourismus, wie das weitergeht, das ist immer ein großes Fragezeichen. Aber wir gucken die Trends an und wir probieren unsere Angebote auch. Traditionelle Bustouristik-Destination sind wir, bleiben wir hoffentlich. Damals Ungarn war in der Top 5 Bustouristik-Destination. Diese alte goldene Zeiten, ein einziges Ziel ist, diese Sachen zurückzubringen. Ich möchte wieder Top Bustouristik-Destination werden. In diesem Jahr würde ich eine Tanzshow hervorheben. Wir haben verschiedene Hotels in Ungarn. Das ist eine Hotelkette Hungest Hotels. Wir haben Hotels in Budapest, in Hajdúszoboszló, in Eger, in Gajatető, in Lilafüred, Gyula, Szeged und in Westungarn, in Zalakaros, Hévíz, Tapolca und Bükkfürdő. Wegen haben wir ein Spezialangebot für Erdia mitgebracht. Das ist unser Jubiläumsangebot, okay, wo wir dann Ermäßigungen vom Hotel und dann vom Programmpreisen geben. Aber geben wir jedem Gast ein kleines, süßes Geschenk von Ungarn, ein Hungarikum. Jeder Gast, der dann dieses Jubiläumsangebot akzeptiert. Ja, wir präsentieren hier auf der Erdia erstens Danubius Hotel Group. Es ist eine Hotelgruppe, eine ungarische Hotelgruppe mit ungefähr, also nicht ungefähr, 63 Hotels weltweit. Jedes Jahr nehmen wir teil an der RDA-Messe, welche die wichtigste Messe für uns ist, weil wir unsere neuen Produkte präsentieren können. Das ist schon unser Name verrät, dass wir uns auch mit Zahntourismus beschäftigen. Dent heißt nämlich Zahn